ersten Auftrag für mich mal mit. Eine schöne Gazelle, Rennrad. Nicht besondere platte Reifen hinten. Das ist in Berlin nichts Besonderes. Sagen wir mal so. Ja, platte Reifen hinten. Da machen wir es mal schnell. Bei dem hier, in dem Zustand, wie man sehen kann, der ist schon sehr alt. Wird natürlich auch der Mantel getauscht. So, ich nehme ihn mal raus. Der geht relativ schnell, denke ich. Wo ich das Ding hin? Kameraposition finden, das ist immer das langwierigste. Machen wir mal so. Ach, drei Leute gucken zu, ist ja unglaublich. Und das bei meinem ersten Auftrag heute. Zack. Das war draußen ist er. Ventilkappe ab, Staubkappe ab. Restluft, gibt es nicht mehr drin. Fixierring ab. Reindrücken, umdrehen. Guten Morgen, die Herrschaften, die da schauen. Und runter. Dann passt man hier rein, geht da rum. Wenn man Hornhaut hat, kann man das machen. Also man braucht kein Werkzeug. Ich brauche kein Werkzeug. Schlauch raus. Ich mach's mal ein bisschen langsamer. Habt ihr gesehen? So, zieht man den Schlauch dann, den Mantel dann ab. Der kommt in die Ablage. Müll auch genannt. Dann kontrolliert man das Felgenband. Ob da irgendwas eingerissen ist. Na, wenn nicht, kann man das nochmal nehmen. Hier scheint alles in Ordnung. Zurück neuen Mantel und neuen Schlauch. Marathon Plus eine gute Wahl. Ein bisschen Talkum. Kokain. Oh, ein bisschen viel.
auch Staubkappe ab. Überrufmutter ab. Sicherungsring oder was auch immer. Da! Felge hinstellen. Auf Mantel hinstellen. Felge in den Mantel. Oder auf den Mantelkante. Und aufziehen. Schlauch. In den Mantel. Gerade drauf. Und dann rein. Ganz simpel. Hier reindrücken. Ein bisschen störrisch ist der. Na, dann fangen wir an, den zu verschließen. Wie gesagt, bei dem, der ist ein bisschen störrisch. Ansonsten alle gut. So, mach's mal. Vielleicht muss mit Schwung gemacht werden. War jetzt doch ein bisschen schneller. Also ohne Werkzeug. Immer ohne Werkzeug. Wenn es ja nicht geht, nimmt man Werkzeug. Aber eigentlich lieber ohne. Und da wird's wieder eingebaut. Zack. War drin von der Breite her und 28 mm sind jetzt da drin. Das wird zu spannend. Guten Morgen. Ah ja, das ist aber eine angenehme Überraschung. Carsten kommt mit dem Kaffee. Genau richtig. Juchi, juchi. Ja, jetzt wird aufgepumpt und dann ist der Tommy fertig und wird den Kaffee trinken. Na, was soll ich sagen, das war's. Liebe Leute. So einfach als ein Schlauchwechsel. Warte plus. Jetzt gibt's Kaffee. Also bis später.